Belo Horizonte im Südosten Brasiliens. Mit mehr als 5 Millionen Einwohnern die sechstgrößte Metropolregion des Landes. Trotz starken Wirtschaftswachstums hat Belo Horizonte, wie viele brasilianische Städte, auch Problembezirke. Dort fehlt es am nötigsten. Um gegen die hohe strukturelle Ungleichheit anzugehen, entschied sich die Stadt für einen besonderen Weg. Die Bürger sollen selbst bestimmen, wohin die Gelder fließen. Dazu haben sie gleich mehrere Möglichkeiten. Bereits in den 90er Jahren wurden in Belo Horizonte zahlreiche Räte und Konferenzen ins Leben gerufen, in denen die Bürger ihre Ideen und Wünsche einbringen können. Um die Geldvergabe stärker an den Bedürfnissen der Menschen auszurichten, entstand 1993 dann ein Bürgerhaushalt. Die Bürger, die an dieser Methode der Haushaltsbestimmung teilnehmen, kommen größtenteils aus den ärmeren Regionen der Stadt. Es sind Menschen, die seit Generationen aus dem politischen und wirtschaftlichen Prozess ausgeschlossen werden. Und wenn sie sehen, dass sie durch diese Methode die Möglichkeit erhalten, sich an der Leitung der Stadt zu beteiligen, werden sie ihrer Stimme mehr Bedeutung beimessen. Die Verteilung der Mittel basiert dabei auf einem von der Stadt und der Universität entwickelten Index, der sicherstellt, dass ein Großteil der Mittel vor allem ärmeren Stadtteilen zugutekommt. Auf Informationsveranstaltungen können sich die Bürger zunächst über die aktuelle Haushaltslage und das Projekt informieren. Anschließend haben sie einen Monat Zeit, um ihre Vorschläge für die Verwendung der Gelder einzureichen. In Stadtteilforen treffen die Bürger dann eine Vorentscheidung. Jede Region kann bis zu 25 Projekte vorschlagen. Gleichzeitig wählen die Teilnehmer Bürgervertreter, die den weiteren Prozess begleiten. 2010 waren es insgesamt 1700. Um sich ein genaueres Bild von den Situationen vor Ort zu machen, besuchen die gewählten Delegierten jedes der 25 Projekte. Ihre Aufgabe ist es, anschließend 14 Projekte pro Region auszuwählen. Um möglichst viele Menschen an den demokratischen Prozessen der Stadt zu beteiligen, wurde in Belo Horizonte 2006 zusätzlich ein elektronisches Verfahren entwickelt. Per Online-Wahl stimmen die Bürger über weitere Projekte ab, die von der Stadtverwaltung vorgeschlagen werden. Auch mobile PC-Stationen werden hierfür zur Verfügung gestellt. 120.000 Menschen haben sich 2008 auf diese Weise an der Auswahl von Projekten beteiligt. Raphael ist froh, dass die Menschen mitbestimmen dürfen. Sein Projekt, der Umbau einer vielbefahrenen Straße, hatte gewonnen. Das Projekt sieht den Bau eines Tunnels vor, der unterhalb dieser Straße liegen wird. Auch in anderen Teilen der Stadt hat sich schon viel getan. Gesundheitszentren wurden renoviert, Straßenbaumaßnahmen durchgeführt und vor allem, wie hier im Stadtteil Vila Viva, Wohnsiedlungen für die Ärmsten der Stadt gebaut. 1968 habe ich mit 30 Anwohnern diesen Bereich dort besetzt. Es gab eine Überflutung und wir saßen alle auf der Straße und ich habe alles hierher gebracht. Gott sei Dank konnten wir durch den Bürgerhaushalt, an dem ich selbst beteiligt war, einiges erreichen. Seit Einführung des Bürgerhaushalts wurden mehr als 1000 Maßnahmen umgesetzt. Ein Prozess, der das Leben der Menschen in der Stadt nachhaltig verändert hat.